Das Viertelfinale der Volleyball-Europameisterschaft Italien gegen Deutschland ist auch ein Duell der Trainer. Ferdinando De Giorgi auf der einen Seite und Andrea Gianni auf der anderen Seite. Die beiden Italiener holten gemeinsam 3 Weltmeistertitel in den 90ern. Nun geht es im Gegeneinander um den Einzug ins Halbfinale. Beim deutschen Team die Schlüsselrolle soll Georg Grosser einnehmen. Der Diagonalangreifer kam aber nicht so richtig ins Laufen, so wie das gesamte Team. Entsprechend früh sah sich Andrea Gianni zu einer Auszeit gezwungen. To receive, to spy, work with the defense. In this moment, we were very well in the middle of the net in the first half, sure, but we need the spike. Rhythmus finden vor allen Dingen im Angriff, das die Prämisse, aber es gelang dem deutschen Team nicht, außer es ging über die Mitte. Tobias Krieg, wundervoll eingesetzt von Jan Zimmermann, der One-Handed-Set, eines der ganz wenigen Highlights in diesem ersten Durchgang aus deutscher Sicht. Andrea Gianni schaute also weiter sparsam drein und das deutsche Team scheiterte immer und immer wieder am italienischen Block. Micheletto gegen Linus Weber, der Georg Grosser ersetzte ab Mitte des ersten Durchganges, aber auch der Backup-Diagonale, er kam einfach nicht durch. Frustration auf der einen Seite und Freude auf der anderen Seite. Italien emotional und sportlich eine Klasse besser. Symptomatisch dann auch der Satzball. Das deutsche Team kommt nicht einmal zum Angriff. Auf der anderen Seite Italien geradlinig und druckvoll. Der junge Micheletto 25-13. Es war eine Machtdemonstration des Olympia-Fünften. Und dann streikte auch noch das Knie von Georg Grosser, der Leader des Teams, der Superstar, nicht mehr einsatzfähig für die Partie. Es mussten also die Jungen übernehmen. Und einer, der das immer wieder versuchte, war der Außenangreifer Moritz Karliczek. Einer, der emotional vorangehen kann. Einer, der mit druckvollen Angriffen punkten kann. Aber eben auch einer, der das Ruder nicht alleine rumreißen kann. Er versuchte es immer und immer wieder. Am Ende war das italienische Team aber auch in diesem zweiten Durchgang einfach eine Klasse besser. Und wir schauen wieder auf Linus Weber. Der große Ersatz auch hier mit einem schwierigen Stand gegen den italienischen Block. Diesmal gegen den Zuspieler Simone Giannelli. Ein Schlag ins Kontor oder ein Schlag ins Gesicht bei Linus Weber. Der zweite Durchgang dann ebenfalls eine deutliche Geschichte. 25-18, diesmal das Ergebnis. Linus Weber mit dem Aufschlag ins Aus. Man versuchte vieles, aber man wurde für das Risiko, das man ging, nicht belohnt. Und er fehlte weiter schmerzlich. Seine Durchschlagskraft, seine Führungskraft und seine Erfahrung fehlten Georg Grosser. Warum, zeigte sich dann auch in dieser Szene. Flo Krage in der vermeintlich guten Situation und dann machte er dennoch nicht den Punkt, weil Simone Giannelli aufmerksam war und der Deutsche einfach auch ein wenig zu ungeduldig. Kann hier in 3 Kontakten spielen, den Ball neu aufbauen und seinem Zuspieler die Chance geben, den Angriff freizuspielen. So der nächste Punkt und das nächste Break für die Italiener. Es sollte einfach nicht sein fürs deutsche Team. Der Schlusspunkt, dann erneut ein Aufschlagfehler. 25-19, auch der dritte Durchgang an die Italiener. Deutschland beendet diese Europameisterschaft auf dem 5. Rang und blickt in eine ungewisse Zukunft. Der Vertrag von Andrea Gianni läuft aus. Ob er bleibt? Ungewiss.